Hier müssen wir jetzt gucken, da steht nämlich einer, der passt auf den Wagen auf. Der geht aber nachher rein. Und dann können wir, haben wir freien Zugriff auf den Wagen. Wagen sieht vielleicht aus. Ah, der ist jetzt fertig. Das ist ein kleiner teurer Sportwagen. Der genauso aussieht wie nur wie Salieris Auto. Schauen wir uns das Feuerwerk mal an. Dann löst sich mal die Luft auf und Geist. Nein, nein, nein! Hey, stopp! Scheiße! Verdammt! Die Dame hat Feuer! Das Mädchen kam raus und setzte sich in den Wagen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ihr den Wagen geliehen. Das passiert eben manchmal. Da kann man nichts machen. Einfach gesagt, wir müssen den Kerl kriegen. Sergio trifft sich mit seinem Bruder in Downtown auf dem Parkplatz des Rainbow Garden Restaurants. Fahr Pauli dahin, der soll ihn umnieten. Du machst nur den Fahrer, Tom. Und dann verschwindet, bevor der Alarm losgeht. Jetzt kriege ich den Bastard, das verspreche ich. Jetzt bewegt euch, damit ihr Sergio noch dort erwischt. Mit dem Auto. Also es ist jetzt zeitlich gar nicht so weit weg jetzt hier von meinem Maschinenladen. Tut mir leid, die Müllton ist noch angelaufen. Wo war das jetzt noch? War das auf Central Island jetzt oder war das in Downtown? Schau mal, ich glaube, es war Central Island. Ach ja, wo war ich beim Spiel vorhin, weil ich noch als nächstes spielen wollte, war Let's Play Indiana Jones and the Fate of Atlantis, weil eigentlich wollte ich das zuerst machen, aber wie gesagt, ich hatte mit den emulierten Inhalt habe ich Probleme, das aufzunehmen. Nee, aber doch, verdammt. Das werde ich jetzt versuchen, in den nächsten Tagen und Wochen oder am besten, jetzt, wenn ich die Mafia zu Ende habe, in den Griff zu bringen, damit ich das dann auch aufnehmen kann. Aber da bin ich mit, da muss ich mir noch überlegen, was ich da mache, weil es vielleicht lustiger ist, wenn ich alle drei Wege spiele. Also ich fange meinetwegen bis mit Weg Team an, bis ich Atlantis erreiche, dann über Weg Denk bis Atlantis und Weg Force Atlantis und dann mache ich das Spiel fertig. Aber das muss ich mir halt noch überlegen, wie ich das mache. Wenn ich natürlich alle drei Wege gehe, dann ist es wieder etwas sehr umfangreich. Na, mal schauen. Thank you.
auf jeden Fall. Und dann kann ich auch direkt nur die anderen Projekte sagen, die ich plane, aber wie ich nicht, eben nicht genau weiß, ob ich es mache. Das ist eben, ja, Jones brauche ich auf jeden Fall. Dann werde ich auf jeden Fall später nochmal Star Wars Knights of the Old Republic 1 machen. Weil ich mir da noch nicht sicher bin, auf welcher Seite ich das mache. Ich glaube, ich werde die dunkle Seite machen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Und das andere ist Sherlock Holmes Titel. Wobei ich da auch noch nicht sicher bin, ob ich dann, das wäre dann aber erst nach Weihnachten irgendwann, weil ich vorher auch nicht, glaube ich, dafür Zeit haben werde wegen Uni. Entweder mache ich das mit als Blind Run and Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper, oder ich mache es eben nicht als Blind Run mit Sherlock Holmes und das Geheimnis des Silbernen Königs. Das muss ich schauen. Und ich denke, bei Sherlock Holmes tendiere ich eher zum Blind Run. Blind Run? Moment, falsches Wort. Weil das ist einfach dann eine Herausforderung. Ihr könnt mich dann mal verzweifeln sehen. Ich bei solchen Dingspielen gerne verzweifeln. So, hier. Da steht. Halt auf dem Parkplatz an! Die Typen in Schwarz, das sind sie! Jawohl, geht klar, Boss. So stelle ich mir Mafia vor. Was zum... Wir haben eine Nachricht von Mr. Salieri. Was zum Teufel ist hier los? Oh nein. Nun, das ändert natürlich die Situation, Gentlemen. Macht ihn fertig! Spoiling over.